Herr Poppe, ja, Sie sind schon viele Jahre Gruppenleiter dieser schwerhörigen Gruppe und müssen sehr viel organisieren. Abgebrochen? Abgebrochen, ja. So, da wollen wir mal nach. Meist mal ausprobieren, ob das funktioniert. Die können Sie mitnehmen. Jetzt wollen wir das. Ja, weil ich oft im Ausland reise, die Freude bekannt machen mit der Fremdsprache. Aber ich hatte weiß daran, weil ich mit dem Freund besser werde. Sind die auch drei, doch das muss jeder hörgeschädigte Kraftfahrer erst einmal lernen und später immer wieder üben. Wenn man Kinder mit ins Auto mitnimmt, hat man Sorge, dass wir sie tragen, dass die Kinder sich hinten ruhig verhalten. Einmal im Jahr trifft man sich zur gemeinsamen Fahrt. Ihr seid nicht aus der DDR. Aus Ungarn. Alle. Mach mal wieder. Funksche, Sportfreunde, die besten Europäer, Sportfreunde. Aus Magdeburg, aus Brandenburg und nur zwei Mannschaften, Rostock und Schwerin, kommen nur später. Wo machen wir den Schnitt? Denn sichtbar. Sie werden. Wie geht's denn so, Felix? Es muss, Elli. Es muss. Schlechten Leuten geht's immer gut, ne? Du sagst es, Elli. Prost. Prost. Also ein Bier und zwei Schnäpse und kein Tropfen mehr. Ja, das klären wir später. So die Personalien, ne? Nun aber soll ja alles bezahlen. Insgesamt 190 Mark.